Kameraden, nach einer kurzen Mittagspause habe ich mich jetzt entschlossen, weiterzuspielen. Vorher nehme ich noch mal einen Schluck Cola. Ah, die kann doch ein bisschen kälter. Ich trinke Cola nur mit Eiswürfel übrigens. Alles andere ist scheiße. So, also, ich möchte noch mal hier mir den Karren angucken. Weil der Karren, der steht ja nicht umsonst und der ist ja nicht umsonst auswählbar. Also würde ich behaupten, man kann da irgendwas tun. Der Riemen scheint stark und ziemlich lang zu sein. Riemen. Und wir wissen, wir brauchen Strom. Und da hinten war auch hier bei dem Aluhut-Typen war auch eine, ich sag mal, war ja auch ein Motorrad und so. Und also ich könnte mir vorstellen. Er ist an einem der Eisenbögen befestigt. Ich kann ihn nicht abreißen. Ach ja, das war's. Genau, okay. Rosenschere. Einverstanden. Ich werde ihn direkt am Eisenbogen abschneiden. So kann ich ihn fast ganz mitnehmen. Jetzt bin ich gespannt. Das war einfach. Er muss zwischen 6 und 8 Meter lang sein. Ich kann ihn bestimmt noch brauchen. Ich denke auch. Und ich habe auch schon eine Idee, wo wir den hinbringen. Und zwar zum Krader. Hey, Kinder. So, mein Junge, ich habe eine Idee, wie du wieder Strom bekommst auf deine komische... Kaputter Typ, ey. Hier, nimm den. Ja, ich glaube, das könnte klappen. Aber vorher muss ich beide Enden des Riemens miteinander verbinden. Auch das ist ein Problem. Ja, prima. Mein Tacker. Mit der Heftmaschine kann ich die Enden des Riemens verbinden. Es sind zwar nur 3 Klammern darin, aber es müsste halten. Na, hoffentlich. So. Hier. Joshua? Ohne Spaß, ey. Macht erstmal den ja? Hier. Ich habe eine Idee, wie wir eine Kontaktmaschine zum Laufen bringen. Im Ernst? Das ist genial. Erklär mir deine Idee, Junge. Also, ich habe daran gedacht, einen Riemen zwischen dem Hinterrad des Motorrads und dem Laufrad deiner Maschine anzubringen. Dann starten wir das Motorrad und legen einen Gang ein. Sobald sich das Rad dreht, wird es den Riemen in Bewegung setzen und... Ja, ich habe verstanden. Eine gute Idee, mein Junge. Am Ende bist du doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Aber sag mir eines. Hast du einen Riemen? Wie? Ach so. Klar habe ich einen. Du wirst ihn doch anbringen, nicht wahr? Ja, das ist meine Sache. Du musst den Riemen nur neben dem Motorrad liegen lassen. In 5 Minuten bin ich dabei. Ich habe nur gerade eine telepathische Nachricht aus Trantor bekommen und möchte sie entziffern, bevor ich sie wieder vergesse. Gut, wie du willst. Aber beeil dich bitte. Ja, ganz bestimmt, Junge, ganz bestimmt. Hoffentlich nimmt sich Joshua nicht zu viel Zeit. Ich möchte gern sehen, ob meine Idee funktioniert. So, das ist ganz einfach. Ich denke mal, wenn wir einmal kurz aus dem Bild rausgehen und wieder reingehen. Ach Mann. Ich sehe, dass Joshua den Riemen noch nicht angebracht hat. Ich rede mit ihm. Okay, hat auf jeden Fall was getriggert. Gut. Joshua? Ja? Warum hast du den Riemen noch nicht angebracht? Sieh mal, da wäre ein kleines Problem. Ich kann den Riemen nicht anbringen, ohne das Rad des Motorrads abzumontieren. Logisch, oder? Ich konnte das Rad aber nicht abmontieren, weil ich dafür einen 10er-Schlüssel brauche. Aber keinen habe. Verdammt nochmal. Schon klar. Jetzt merke ich erst, was für ein Dummkopf ich gewesen bin. Ich hätte die Enden des Riemens nicht miteinander verbinden sollen, ohne ihn vorher um das Rad gelegt zu haben. Das Schlimmste ist, dass ich den Riemen nicht aufschneiden kann, um ihn später wieder mit den Klammern zu verbinden. Ich glaube, er wäre dann zu klein. Außerdem habe ich keine Klammern mehr. Na. Joshua, mach dir keine Sorgen. Ich besorge dir einen 10er-Schlüssel und bring ihn dir. Abgemacht. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Ist okay. Da habe ich auch schon eine Idee. Weil wir haben ja Saturn. Und Saturn hat ja Werkzeug ohne Ende. Und der hatte da ja auch, haben wir gesehen, ein Schlüsselband. Hier irgendwo. Quatsch, eine Schlüsselwand. Meine Herren, ist wirklich vollständig. Ja, bestimmt kann ich mir den 10er-Schlüssel, den Joshua braucht, hier beschaffen. Aber ich möchte nichts nehmen, ohne Saturn vorher darum gebeten zu haben. Na gut, dann reden wir mal mit Saturn. Saturn! Hey, Saturn!
Was? Mein Freund, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht, könntest du mir einen Zehnerschlüssel borgen? Ja, nimm ihn dir von der Werkzeugwand da hinten. Geil. Mich interessiert da noch etwas. Ja? Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt mal den Zehnerschlüssel. Mal sehen. Die Schlüssel sind hier links. Verdammt. Ausgerechnet der Zehnerschlüssel ist nicht an seinem Platz. Hör mal, Saturn. Was ist jetzt wieder los, Bibi? Der Zehnerschlüssel ist nicht an der Werkzeugwand. Unmöglich, er muss dort... Ach ja, warte, das stimmt. Ich habe ihn gebraucht und er ist noch in meiner Tasche. Fang! Junge, Junge, deine Reflexe sind wohl nicht die allerbesten. Na, mach dir keine großen Sorgen. Der Schlüssel muss unten auf der Straße liegen. Du musst nur nach unten gehen und ihn holen. Ja, tausend Dank. Ist das eklig. Ist das eklig. Da hat er einfach richtig behindert eklig geworfen, ey. Ohne Spaß. Ich sehe den Zehnerschlüssel nirgendwo. Puh. Ich habe leider eine Ahnung, wo er sein könnte. Das ist er ja ist in die ekelhafte Tränke gefallen. Mal sehen, wer der Mutige ist, der die Hand dort hineinsteckt. Na du? Es tut mir leid, aber ich muss eine andere Möglichkeit finden, den Schlüssel daraus zu holen. Ich denke gar nicht daran, meine Hand dort hineinzustecken. Es ist wirklich Pech, dass der Schlüssel ausgerechnet dort hineingefallen ist. Kann man sich so anstellen. Kann man doch wieder abwischen. Oh, warte. Betrachte den Gegenstand auf dem Boden. Nimm den Gegenstand auf dem Boden. Viel einfacher. Das ist ein Schleifklotz. Kevin muss ihn verloren haben. Tja, ich hebe ihn besser vom Boden auf. Kevin wird mir bestimmt dankbar sein, wenn ich ihm den Schleifklotz zurückgebe. Kevin? Ja, nochmal Kevin. Ich habe eine Idee. Ich lasse den Blumentopf einfach mal fallen. Ja, das könnte eine gute Idee sein. Ich werde ihn in die Tränke fallen lassen. Mit etwas Glück springt der Schlüssel raus, der noch feststeckt. Von hier aus habe ich nicht sehen können, ob es funktioniert hat. Dazu muss ich runtergehen. Wie immer. Also, das ist so bescheuert. So bescheuert. Ohne Spaß. So, mal gucken. Ja, wer so sagt, hat noch nichts getan. Genial. Hier ist der blöde Schlüssel. Endlich gehört er mir. Vom Matsch befreit. Jetzt kann ich ihn Joshua bringen. Sehr gut. Raus. Dahin. Und zum Krater und Joshua bringen. Nimm Schraubenschlüssel. Hier, du Wurst. Joshua? Ja? Ich habe den Zehnerschlüssel. Ah, wunderbar. Lass ihn neben dem Riemen liegen. Ich kümmere mich sofort darum. Aber warte noch 5 Minuten. Gerade erhalte ich eine neue telepathische Nachricht aus Trantor. Trantor? Schon in Ordnung. Klar, wie du meinst. Die Trantorianer. Gute Jungs. Gute Jungs. Ich hoffe, dass Joshua meine Idee jetzt in die Tat umsetzen kann. Na, da bin ich gespannt. Mal schauen, was er tut. Raus. Rein. Ah, das sieht doch schön aus. Genial. Der Riemen ist schon montiert. Ich hatte sogar recht mit der... Joshua? Ja? Wie ich sehe, hast du den Riemen schon angebracht. Hast du schon ausprobiert, ob deine Erfindung funktioniert? Es tut mir leid, mein Junge. Wir haben kein Glück. Das Motorrad hat keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Das fehlte noch. Schön durchatmen. Nur nicht verzweifeln. Ich besorge das Benzin. So gefällst du mir, Junge. Ich weiß, dass du es kannst und mit deiner Hilfe werde ich mein Ziel erreichen. Wir versuchen doch eigentlich, das scheiß Hopi-Dorf zu finden. Warum helfen wir so einem Irren jetzt eigentlich primär,
irgendwelche Aliens zu finden. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Macht's wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Tun muss, ist ja Teil des Spiels. Benzin, ne? Das ist wieder bei Saturn. Jetzt muss ich wieder zu Saturn laufen. Und sagen, hey, gib mir mal dein Benzin. Ja, es könnte Benzin sein. Aber ich muss sagen... Und wieder fragen. Hey, Saturn. Was los, Bibi? Was? Ich muss dich da... Nein, Freund. Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht? Kann ich mir den Kanister dort borgen? Es ist Benzin, nicht wahr? Ja, es ist Benzin. Es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht geben. Als wir in dieser Stadt ankamen, haben wir gewisse Regeln festgelegt. Eine davon besagt, dass wir nichts mit Geld zu tun haben möchten. Hier wird nichts gekauft oder verkauft. Wir benutzen das altbewährte und ehrenhafte Tauschsystem. Wenn du etwas haben möchtest, das mir gehört, musst du mir etwas im Tausch dafür geben. Wenn es ums Ausleihen von Dingen geht, die nicht verbraucht werden, ist alles in Ordnung. Da sind wir sehr großzügig. Aber wenn jemand sich etwas ausleihen will, das er nicht zurückgeben kann, weil die Benutzung notwendigerweise den Verbrauch der Sache bedeutet, dann, mein Freund, muss man etwas als Gegenleistung erbringen. Und ich brauche dir wohl nicht zu erklären, dass dies bei dem Benzinkanister der Fall ist. Ja, ja, ich verstehe. Und was könnte ich dir im Tausch gegen den Benzinkanister anbieten? Dein Körper. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass du mir eins deiner Werke geben könntest. Ich sammle Werke anderer Künstler, weißt du? Das bereichert einen sehr. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Jetzt soll ich Kunst herstellen? What the fuck? Ja, genau das. Nimm mal einen Bernstein. Das bringt nichts. Okay. Mach einen Stempel das drauf. Das bringt nichts. Ritz ihn das an. Das hätte wenig Sinn. Schleif ihn an. Das funktioniert nicht. Dann weiß ich auch nicht. Kann ich vielleicht hier die Schüssel an... Das bringt nichts. Er macht ja irgendwas mit Steinen, ne? Da oben hängt ja ein Stein und er hat ja auch immer seine dicken Steinskulpturen da. Vielleicht ist bei Mama Doritas auch noch so ein Stein, den ich benutzen kann. Weil den dicken, großen Stein kann ich ja wahrscheinlich nicht nehmen, ne? Das ist einer von den Steinen hier. Der oder der oder der oder der oder der oder der. Der da vielleicht. Habe ich gerade Katzen gehört? Der Brunnen scheint lange nicht benutzt worden zu sein. Hm. Oh! Betrachte Stein. Er ist wirklich außergewöhnlich. Er hat ein Loch in der Mitte, wie bei einem Kranzkuchen. Aha. Ist gut. Er gefällt mir. Jeder würde sagen, dass er ein Kunstwerk ist und nicht ein einfacher Stein, den man irgendwo auf dem Boden gefunden hat. Herrlich. Wirklich herrlich. Hey, mich fast verschluckt, ey. So, du Idiot. Hier, nimm den Stein. Ist schon gut. Ich verschenke ihn ungern, aber vielleicht gibt Saturn mir dafür den Benzinkanister. Saturn! Schau mal, ich bringe dir ein erstklassiges Kunstwerk. Es ist eine kleine Skulptur aus Stein gehauen. Hm, was stellt sie dar? Was sie darstellt... Naja, also, sie stellt, die Leichtigkeit des Menschen in der wilden Umgebung um ihn herum dar. Ja, genau, was ich dachte. Es ist ein sehr gutes Stück. Und ich trenne mich nicht gern davon, aber ich gebe es dir im Tausch für den Benzinkanister. Ich kann das Konzept schon deutlich erkennen, aber sie kommt mir wie ein unvollendetes Werk vor. Wie ein roher Diamant. Bearbeite sie weiter und wir reden nochmal darüber. In Ordnung. Wie du willst.
Du bist der Meister. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Es hat nicht geklappt. Dann schleifen wir den jetzt. Oh ja. Wenn ich ihm etwas Feinschliff verpasse, findet er vielleicht vor Saturn Gnade. Und ich bekomme das Benzin. Also versuche ich es mal. Sehr schön. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Hoffen wir, dass Saturn meiner Meinung ist. Hoffe ich auch. Einverstanden. Mal sehen, ob er sie gegen den Benzinkanister eintauscht. Saturn! Ich habe die Skulptur weiterbearbeitet und bin jetzt sicher, dass sie dich entzücken wird. Was hältst du davon? Ist sie nicht ausstellungsreif? Ja, ich spüre eine andere Schattierung. Der Mensch hat sich ja weiterentwickelt. Seine Leichtigkeit in der Umgebung ist noch spürbar, aber er versucht es zu verstecken, indem er sich mit Fortschritt umgibt. Das ist es, was du zu vermitteln versuchst, oder irre ich mich? Ja, genau. Du irrst dich nicht. Genau darum geht es. Dann interessierst du dich also dafür? Du kannst sie behalten. Ich nehme den Benzinkanister mit und all... Nein, für mich sieht es immer noch wie ein unvollendetes Werk aus. Wie ein Haus ohne Dach. Sobald du sie vollendet hast, können wir über den Deal sprechen. Du bist ein Spasti. In Ordnung. Dieser Typ ist wirklich ein harter Brocken. Ja. Und was wir in der nächsten Folge versuchen, um endlich den Zinkanister zu bekommen, seht ihr in der nächsten Folge. Also, bis dahin, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, euer Beretz. Tschüss, macht's gut.